Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Dealer Simulator. Wir haben bei der Auktion diese geile Schnicke Pferd gekriegt. So, pass mal auf hier, lass uns mal raus, ja? Ich sag euch, wie es ist. Der Teil hat Wert. Gleich hier noch mit Eskorte, wa? Ihr pfeifen hier. So, pass auf. 5000... 500 Bolettos. Die nehmen wir natürlich gerne mit. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber dafür bin ich dankbar. Ich sag euch, wie das ist. So, hier waren auch wieder irgendwelche Updates. Ich habe keine Ahnung. 6574 Dollar. Was natürlich sehr geil ist. Und wenn wir jetzt noch die 5500 da kriegen... Leute, der Lachs ist ja am Löppen, sag ich euch. Oh, wo ist denn eigentlich mein Home hier, meine Base? Ich fahre hier einfach mal quer rüber. Da hinten muss doch irgendwo mein Laden sein, weil ich würde das Holzpferd gerne da reinknallen. Und eigentlich bräuchten wir auch ein paar Vitrinen für große Sachen, ne? Wir hatten schon in der letzten Folge Problem, eigentlich das Gemälde. Das Gemälde? Ich geh mal hier rüber. Dann haben wir die Karte auch ein bisschen sehen. Das Gemälde dahin zu stellen, hat man ein Problem. Eigentlich das Holzpferd kriegen wir, glaube ich, auch ein Problem. Ich weiß nicht. Vielleicht brauchen wir andere Vitrinen. Und ich wäre schon voll interessiert an so einem Auto, ne? Deswegen ist die Frage aller Fragen, ist jetzt... Mach mal den Schund hier auf. Sag ich, wie das? Oh, scheiße. Nicht doch. Siehst du, das meine ich. Das wird hier ein Problem. Nicht so. Aber ich würde auch gerne, dass die Leute das sehen, was das ist. Mann! Jetzt kack hier nicht rum. Und, ey, ist zu fassen? Gut, okay. So, geht das jetzt? Nee, geht das nicht? So, jetzt. Wunderbar. So ein bisschen drehen. So. Okay. Ich würde schon sagen, komme ich jetzt nicht an das Schild oder was? 5500? Accepted. Ich will den Laden mal closen. Das muss auch nicht repariert werden, ne? Nee, stimmt. Nee. Ja, können wir die Tür? Sir. Können wir die Tür schließen? Die Tür! Die Frage ist jetzt... Den Bus. Wohin bin... Warum können wir nicht aussuchen? What the... Okay, mit dem Bus kommen wir zum Auktionsding. Ja? Wir müssen nach Hause, ne? Ich habe ja auch Skillpoints. Können wir noch aktivieren? Boah, jo, ey, was ist denn jetzt los? Übertreibst du, ne? Ich hoffe, die klauen mir die Scheiße nicht, ne? So, ich fahre jetzt mal einfach gerade hier durch. In der Hoffnung, dass wir dann an unseren Trailer ankommen, an unseren Wohnwagen. Okay, ich mach mal Licht an, ne? Gab auch irgendwie wieder ein Update. Keine Ahnung, Mann. Deswegen, ich würde auch gern... Wir können ja, glaube ich, da noch Autos kaufen, ne? Vielleicht können wir ja da... Das machen wir, wenn wir... Ach, guck mal, hier können wir uns ein Häusle kaufen. Ja, kipp doch um, Junge. Kipp doch einfach um. Das machen wir, wenn wir das...
Genau, wenn wir das Pferd verkauft haben für 5,5, dann werden wir mal gucken. Während ich hier noch rumdrifte kurz. Ja, logisch. Oh, dann werden wir mal gucken nach dem Auto. So, jetzt reicht's aber jetzt. Gehirn, sortier dich wieder, verdammte Kacke. Mann, was ist denn das da? Gut, auf jeden Fall haben wir eine Straße, mit der wir einmal komplett durchbrettern können. Genau. Schön. Brauchen wir nur einmal hinten lang zimmern. Was ist denn das für ein Lieferwagen jetzt hier? Der. Was macht denn der jetzt da? Hallo? Ist das hier das FBI oder was? Ist das eine Observation? War immer. Beobachten die mich? Ich habe keine Zeit, ich muss los. Hier, guck mal, KFC oder was? Chickenbude. Oh, you have bills to pay. Ja. Gut, jetzt kommen noch die scheiß Rechnung noch dazu. Als ob das Leben nicht schon schwer genug ist. Was bremst denn der Jens? Habt ihr gesehen, das Bremslicht? Der ist ja nur am Aufflimmern gewesen. Machen wir ein bisschen langsam hier um die Kurve tütern. Dann bremst man einmal mit dem Pickup, den kommt der nicht mehr aus dem Arsch, ne? Ich sag, in dem Spiel werden wir... Ja! Da werden wir noch Autohändler. Ganz einfach. Nur noch Antiquitäten und Autohändler. Was sollen wir denn mit der kleinen Scheiße da noch? Zahlt Müll. Zahlt Mumpitz. Braucht keine Sau. Mann, hör auf! Was ist denn mit deinem Bremsen? Oder hat der die Warnblinkanlage an? Das kann ja nicht wahr sein. So bremst man den mit eben Hieb, Alter, voll durchtreten. Die Bremse. Der Kopf muss vorne rauskicken aus der Windschutzscheibe. Oh, hier. Immer hier peicht. Mal auf das Ding. Öppen. So, wo sind sie? Könnt ihr aufhören durch mein Auto? Hallo! Ich hab Bills to pay. Ich muss Rechnung zahlen, das ist mir doch scheiße, was ihr da macht für eine Kacke. Ihr habt mir ein bisschen auf den Sack, aber... So, okay. Ach ja, wir haben auch noch einen Kredi, ne? Okay. Habe ich auch meine Rechnung bezahlt? Ja, ne? Ich habe das Gefühl gehabt, da ist ja ein Schweck gegangen. Guck dir das an. Ja, ihr kauft den Dreck, ne? Das Problem ist natürlich, dass wir, dass die Auktion halt nicht immer offen ist, ne? Ist mir auch gerade mal aufgefallen. Weil sonst könnte man richtig geil Geld machen, ne? Einfach immer zur Auktion. Kohle. Wieder weg. Auktion. Kohle machen. Weg. Also, kaufen. Weg. Was driftet die Karre so wirklich? Was driftet dieser Wagen so? Ich hoffe, die Autos kosten da jetzt nicht alle 50.000, 20.000. Wisst ihr, ich hoffe, die Dinger kosten natürlich... Mann, da muss ich jetzt wirklich den... Boah, was ein Dreck hier. Hätte ich das gewusst, wäre ich in Gegenverkehr gebrettert. Einmal rumgedriftet, Alter. Ja, ich bin halt schon, ich bin halt Pro, ne? Das müsst ihr halt auch verstehen. Ist halt so. Krass ist nur, dass ich noch nie tanken musste, ne, in dem Spiel. I don't know. Langsam leert sich, glaube ich, mein Tank. Wir waren schon mal höher, aber bis ich das Spiel durch habe, da ich das schon sehe, der Dodge Charger da, ja. Dann weiß ich doch gleich, was hier los ist. Ja, hallo. Hey. Ich will ein Auto kaufen. Was ist denn das denn? Kaufen oder was? 5.000. Aber wo bin ich hier? 10.000. Doge. Vehikel.
90.000 runter. Ich hab den. Ich hab mir gekauft. Alter Schwede. Ich hoffe, ich hab da keine Scheiße jetzt gemacht. Ich hoffe, den kann man verkaufen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das war nicht das Richtige. Ich glaube, man muss sie auf der Auktion kaufen, ne? Bei der Auto-Auktion. Ich hoffe, man kann den verkaufen. Sonst kacke ich hier ab, ey, wirklich. Aber jetzt soll ich den mit dem Auto holen. Ich wusste, das geht nicht. Ja, schön, aber jetzt kann ich auch zurückbrettern und jetzt kriege ich bestimmt weniger. Zum Kotzen, Alter, aber was soll ich mit dem Auto? Feuert zwar schön ab, das ist einfach nur zum Privat. Halt, wenn du das Haus hast, wenn du alles hast, dann kannst du dir den noch holen, dann kannst du einfach von A nach B jackeln. Scheißdreck, ey. Toll. Das sind nur die Lieferwagen für deine Scheiße hier, die du holen kannst. Ich geb den zurück, ich brauch das nicht. Oh, Gott sei Dank, wir kriegen wirklich die 10.000 wieder. Ja, war eine schöne Probefahrt, danke. Ist ein Elke. Kann man da... Nee, kann man nicht. Man muss da runterbrettern. Genau. Wir können auch geradeaus, wir holen uns Dings. Ist egal. Wir fahren geradeaus weiter. Wir holen uns Scheiß. Vielleicht kaufen wir uns gleich zwei. Genau, wir kaufen uns zwei Lagerhäuser. Vielleicht Soldat, Engineer, also Ingenieur. Weil die sind immer gut, die Ingenieure. Also meistens. Hey! Bleib ruhig, Junge. Ey, so machen wir das. Ja, genau so machen wir das. Schluss. Zack, Rinder. Jetzt rastig aus. Ey, ich will ein Abteil kaufen. Mach. So, Schwester. Wir nehmen hier Ingenieur. Und wir nehmen hier den Bullen. Die Polizia. Oh, ist doch gut. Die haben wir doch gleich beide da fast beieinander. Schön. So, wer ist denn das hier eigentlich? Steht jetzt ja nicht mehr da, ne? Alrighty then. Eine Gitarre für 900 Buletten. Damit ist ja der Preis schon von dem Ehen drinne, ne? Crazy. Da ist der Preis schon drinne. Leute, ey, was habt ihr denn? 75 für diesen kleinen Piss Racer. Ah, ist toll. Wirklich, naja. Egal. Zack, da mal in die Ecke geknüppelt. Hier haben wir einen Gaming-PC für 1350 mit zwei Grafikkarten drin. Das Ding gehört dem Ingenieur. Ganz klar. Ich sag euch, Leute. Ingenieure sind die besten Teile. Es ist wirklich so, ne? Der Ingenieur hat mich noch nie im Stich gelassen. Das Arschloch. So, was haben wir denn hier? Was ist das denn? Sammlerfiguren? Cyberforce. 350. Alter, ich kack hier ab, wirklich. Drück mal das Paket da wieder runter, damit ich das hier ordentlich zwischenlegen kann. 580 Klabautermänner. Das ist doch nicht zu fassen. An hier überall Loh im Weg. Ich würde ja gern mal hier das an, ey. Junge. Wieder das große losgezogen. Ich weiß ja nicht, was ich mache, mach ich irgendwie richtig. Ich weiß auch nicht warum. Was ist hier mit dieser scheiß DVD? Selbst die bringt einen Fuffi, ne?
Lass doch mal, warum hängt sich das überall ran, ey? Was ist das hier? Magazin, ey. Pissiger Trash. Zack, $6 für den Mist, für den Müll. Mann, wir haben hier noch so viele Kisten, ne? So, was ist denn da? Alter, das gibt's nicht, ne? 390 für die Gladiator-Figur hier. Aus dem Film Gladiator. Nein, war Spaß, aber cool wär's schon. Und das ist... Alter, 300? Das ist ein Star Wars-Teil, ne? So, gut. Hier war doch eben noch was, oder? Lag da nicht darunter was? Bestimmt. So, was haben wir hier? Okay, aber 130 die Schuhe, nicht schlecht. Headphone, okay. Das hier kann Pisse weg nochmal. Ja, genau. Leg dich mal da rein, das zeig ich dir. So, eine Kiste haben wir noch. Gut, der ist kaputt. Die Schuhe hier können sich verpissen. Die Schuhe werfe ich weg. Ist egal, man. Scheiß auf die Zehen. Nimmt nur Platz weg. Sehr gutes Abteil. Sehr gutes Abteil. Was ist hier los? Da hier ist ein Fernseher drin. Willst du mich verarschen? Gut, er ist jetzt nicht der wertvollste, aber... Kriegen wir den dann am besten da drin? So oder was? Riesenfernseher. Geil. Aber was ist denn das mit den Puppen hier, die Sammlerpuppen? Schon wieder. Wow. Cool. Eine blaue Pirate Lady. Zack, gut. Was ist das hier? Ey, ich habe Scrap Müll aufgesammelt, oder was? Was bringt mir das? Mit den Schrottteilen kann ich mit diesen beim Reparieren irgendwie was sparen oder so? Zehner die Schuhe, Alter, leck mir. Also in der Kiste war gar nichts. Die Schuhe werde ich auch wieder weghauen. Gibt nur unnötig Platz. Brauche ich nicht. Schrott. Schuhe weg, Junge. Das meine ich, den Fernseher krieg ich. Wie soll ich den, wo soll ich den Fernseher hinstellen? Das ist die Scheiße, ne? Was haben wir da? Airhead, das ist hier die AirPods oder was? Ist da ein leerer Karton drin? Und kaputt ist es auch noch, ne? Ja, das sind die Pod-Dinger. Scheiße, ey. Das ist bestimmt wieder von den Polizisten hier, der Kack. Das ist es wieder. Und nisch drinnen, ne? Also toll ist das Lager nicht. Das ist von dem Ingenieur besser gewesen. Junge. So, was haben wir denn jetzt? Was ist denn das für ein Dreck? Gut, okay, ich nehme es zurück. Ein Taui, Alter. Ein Taui für die Waffe hier. Damit haben wir das Abteil ja auch wieder drin. Mit der Sammlerfigur und den, okay. Und der Waffe. Haben wir auf jeden Fall das Ding wieder raus. Was ist hier noch? Gun Case, Alter, leer. Er bringt ja gar nichts. Aber die Schuhe sind nur $70 wert. Wert. Aber das bringt ja hier gar nichts. Was soll ich denn jetzt damit machen? Da fehlt die Waffe. War aber gut. War, gut. Kann mich nicht beschweren, ne? Was soll ich sagen? Top.
Pass auf da, Junge, Alter. Siehst du nicht, ich einen riesen Fernseher hinten im Schlepptau habe? Du After? Und Sammlerfiguren, wa? Ey, 4 Sammlerfiguren, das kann doch nicht wahr sein. Wir haben zu wenig Vitrinen für die Scheiße. Mal verabschiedet sich gleich mein Gaming-PC, der ruddelt da schon so komisch. Vorsicht. Können wir den Fernseher draußen hinstellen? Wo wir das Auto gerade hinstellen wollten? Das wäre ein Gaudi, ne? Aber ich hätte gedacht, ganz ehrlich, der Fernseher, guck dir mal, was das für ein Riesenteil ist. Ich hätte gedacht, der ist mehr wert. So mindestens 1,5 oder so. Ey, man kann ja nicht alles haben. Scheiße! Was ist hier? Ist so leer. Kommt da noch was hin? Bestimmt irgendwie, wa? Aber man muss ja sagen, Updates machen sie ja. Also sie sind immer so ein bisschen dabei. Ich sehe immer, okay, Dealer hat wieder ein Update, Dealer hat wieder ein Update. Läuft. Haben wir auf jeden Fall noch Bock. Und ich muss auch sagen, das Spiel macht auch Laune. Ja, also das Spiel macht schon gut Laune, besonders wenn du guten Stuff kriegst. Und bis jetzt, ich kann mich eigentlich kaum beschweren. Wir haben ja eigentlich immer nur guten Stuff bis jetzt gekriegt. Wo kann ich das jetzt hier alles mal vorsichtig ein bisschen rausgnibbeln? Vielleicht können wir ja... Ah ja, die stelle ich mal lieber auf, ne? So, was haben wir da? 580. Sehr schön. Geil. Geil. Waffe, ne? Kann man die so hinstellen? Ja, war klar. So, 980. Und das werden sie mir auch bezahlen. Sag ich dir. Oh ja, keiner auf die Idee kommen, mir irgendwie weniger zu geben. 1350, ey. Ist ja nie, wie das Ding steht, so, ne? Muss ja. Würde ich mal irgendwie. Ja. So. 1350. Wutz. Sassa, Maria und Josef. Haben wir da? Wieder eine Figur. Ein Gladiator. Den werden wir auch da mal so hinbuxieren. Guck mal, ey, hier. Einmal so Hinsteller hier machen. Gladius. So, 390. Geilo, Milo, Pilo. Ja, wirklich ja zusammen. Mal her da hinten, Piratenlady. Ich schmeiße die Scheiße durch die Gegend, als wenn es keinen Morgen mehr gibt, ne? Mann! Richtig hinstellen, bitte. So, 300. Cool. Das sieht schon geil aus, so mit den Figuren und den Gaming-Rechner und so. Was ist denn hier runtergefallen für einen Scheiß? Na toll. Billig Kacke. 300? So, jetzt müssen wir gucken, wegen der Reparaturkacke, ne? So, und jetzt? Ich hab keinen Mechaniker, ne? Mein Workers. Repair. Price, Alter. So. Und was macht er jetzt? Immer. Ich habe Scrap aufgehoben. Warum standen da gerade Repair so Scrap? Ey, leck mich am Arsch. Wehe. Das waren die Teile für die Pistole oder so. Dann flipp ich aus. Kann ich wirklich edit? TV-LED. LED. 450. Gut. Okay, man kann es wirklich hier draußen hin platzieren. So, ich will jetzt wissen, was er da...
Wo ist der Worker hin? Hä? Ist Feierabend oder was? Nee. Die Vitrine auf, das Lego muss da rein. Kann die doch offen lassen, ne? Jo. 300. Erstmal die wertvollen Sachen verkaufen. Die Gitarre passt nirgendwo hin. Das ist das, was ich meine. So scheiße. Was soll ich machen? Wo soll ich die Gitarre hindonnern? Aber noch hier. Schuhe. Ich weiß, ich habe gesagt, die wertvollen Sachen. Die Schuhe sind jetzt nicht das Wertvollste. Alter. Wo ist denn der Penner jetzt hin? Hallo? Ist wirklich weg, ne? Feierabend. Die Ratte. Kann nicht wahr sein. Oder ich bringe wenigstens nur die Scheiße alles rein. Und die Figur können wir doch eigentlich auch da reinballern. Ne? Guck mal. 250 immerhin. Ist immerhin, Alter. Hier ist alles voll wertvoll, ne? Hier ist alles Nonplusultra. 130 hier. Macht das mal alles hier auf den Tisch so. Zack. DVD. Mal schnell alle Tiere reinbringen. Ja, ich weiß, ich kann es auch in Hände nehmen. Mache ich auch mal schnell. Die Entenfamilie. So, ich hab mir die Gitarre da. Zack, die kommt auch noch rein. Alter, 900, ne? Das ist eine Scheiße und ich habe keinen Platz dafür. Hä? Jetzt los. Der kommt drin. Gut, dann verkaufe ich noch was für eine halbe Stunde. Wer will denn hier was haben? Den Gaming-PC. Da gleich mitgenommen. Ja, was soll ich dazu auch sagen? Was willst du haben, Alte? Ich will den Fernseher. Geh weg. Ich die Gitarre da irgendwie hingestellt? So wie das Gemälde? Gemälde. Ja, geil. Wäre richtig hingestellt. Ja, Ma'am, was darf sein? Nope. So. 300, die Figur. Sag, nimm mit. Haben wir hier? Kaputte Dings, ne? Schuhe. Die werde ich mal dahin ballern. Für 130. 130. Oh. Ja, okay. Die sind jetzt weg, die Customers. Weiß nicht, muss ich denn morgen. Open, closed. Halt, mach die Rechnung weg. Muss ich denn morgen. Den gleich bezahlen. Also, habe ich jetzt am Anfang einmal bezahlt und dann. Wisst ihr, was ich meine? Muss ich jetzt täglich an den? Das waren ja, was war das? 800 Dollar? Und das jedes Mal ist schon scheiße. Auf jeden Fall war das eine Lager war auf jeden Fall richtig gut. Das war richtig gut. Mann, Alter, was haben die mit ihren Bremsen für ein Problem? Ganz ehrlich. Liegt jetzt an. Gleich den Gaming-Rechner verkauft, gleich wieder bei 11.396. Da sind wir doch schon wieder bei unserem Ding drin, ne? Oder? Oder bei wie viel waren wir? Waren wir jetzt? Ne, wir waren bei 11.000. Ich glaube, wir haben sogar schon Plus. Wir sind schon drüber.
was wir vorher hatten. Wir müssen dann halt nur gucken bei den nächsten, dass man vielleicht an so einer Auto-Auktion teilnimmt. Das Problem ist, was war das? Alle 12 Tage mit dem Kredit? Da müssen wir auf jeden Fall Kohle über haben. Weil nicht, dass wir auf einmal dastehen und keine Kohle mehr haben. Zum Abbezahlen. Die Frage ist jetzt nämlich, fährt man gut Geld mit den Autos? Das weiß ich natürlich nicht. Also die Antiquitätenteile, 4.822 Profit. Alter Finne. Leute. Aber Kohle weggegangen ist nicht, ne? Also weiß ich gar nicht, ob man jetzt den, wie man den bezahlt, den Penner. Unseren Arbeiter. Ich will jetzt erstmal da hinfahren und gucken, ob er überhaupt da ist. Vielleicht hat er sich auch, hat er da den einen Job gemacht und das war's. Woher auch mit dem Scrap, mit dem Müll. Da stand ja Repair the Scrap, also reparier den Müll, also den Schrott da drin. Was repariert er da? Was haben wir auch da gefunden? Vielleicht haben wir was richtig Wertvolles gefunden. Fragen über Fragen. Wirklich, das mit dem Scrap war vorher auch nicht. Also, ich hatte es zumindest noch nicht einmal, wo ich gespielt habe. Vielleicht kam das mit dem Update? Vitrinen müssen wir kaufen. Größere. Damit wir auch den Fernseher da drinnen platzieren können. In unserem Laden, weil ich habe keine Lust, den draußen stehen zu lassen. Man hört auf zu bremsen, ihr Pfeifen. Wer bremst, verliert! Kennen wir doch alle. Oh, da sind wir wieder. Hier an die Seite stellen, ne? Das nervt mir, dass die Leute da durch meinen Laden latschen, durch mein Auto latschen. So, wie sieht denn das aus? Wo ist denn, ist der da? Tatsache, er ist da, ne? Komm mal her hier, was hast du denn? Item with Scrap. Ach so. Gut, also wir können ihm das hier drücken und sagen, Junge, Rapper, not enough, also nicht genug Schrott. Alright, alright, alright. Okay, Gun Case, sie nimmt das gleich so, die Waffe. Sehr beängstigend. Boah, die Figur auch gleich. Ist er jetzt fertig da oder hat? Das Ding ist schon fertig. Na dann, hallo? Will mal kurz hier den Intel-Dinger hier rimballern. Darf ich mal kurz? 170, accepted, baby. Was willst du? Nee, verpiss you. Den Fernseher da draußen haben? Nee, die Figur da wieder haben, wa? Aber 580. Yo! Alter! Nicht schlecht. 13.274, da kommt schon die Alte da, die will den Fernseher mit nach Hause schleppen. Leute, das war's für die Folge. Diesmal war spannend, fand ich. Also wir haben eine Menge was gefunden. Ja, deswegen, ich hoffe, es hat euch unterhalten. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal, wa? Macht's gut, haut da rein und ciao!